Sie sind da, die Neuen von Ford. Bei Ford Huber Kapfenberg jetzt Probefahren. Neu bei Ford, der neue Mondeo, jetzt mit Allradantrieb und LED-Scheinwerfern. Und der neue Ford Focus. Der neue Ford Focus, jetzt mit Einparkassistent und 7 Zoll Monitor. Und nicht zu übersehen die Ford-Nutzfahrzeuge. Informieren, anschauen, Probefahren bei Ihrem Ford-Partner Huber Kapfenberg. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Kia, ein Zeichen höchster Qualität. Der neue Sorento, jetzt noch perfekter, mit Allradtechnik aus Österreich, bei Huber Nickersdorf. Und Kia hat auch etwas zu feiern. Kia feiert heuer 20 Jahre in Österreich. Und aus diesem Grund gibt es für den Kia Rio, Kia Ceed und Kia Sportage ein umfangreiches 20-Jahre-Paket. Willkommen in der Welt von Kia. Bemerkenswert auch bei Kia unsere 7-Jahres-Garantie. Welche sich bis 150.000 Kilometer erstreckt und von den Kunden sehr gut angenommen wird natürlich. Kia Huber Nickersdorf. Informieren, anschauen, Probefahren bei Huber Nickersdorf. Wie früher. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich. Darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir verkracheln? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So früher, jetzt das nicht kämpfen. Gut, besser, Gösser Kracherl. Juri Nickersdorf ist ein Dienstleistungsunternehmen, das schon über 4 Jahrzehnte im Aufgabenbereich Kanal, Grubendienst, Muldenservice, Hochdruckreinigung mit zahlreichen Spezialfahrzeugen und gut ausgebildeten Mitarbeitern im Einsatz steht. Juri Nickersdorf, da sind Sie in guten Händen. Die Fußballfans kommen auf Mema TV wieder auf ihre Rechnung. Es gibt sie wieder, unsere Fußballschlagerspiele. Jede Woche ein neues Spiel, ein neuer Spielort. Und wir starten mit einer Landesliga-Partie, mit der Partie TSV Leoben gegen den Aufsteiger Lankowitz in die neue Spielsaison. Schauen wir uns dieses Spiel gemeinsam an. Guter Besuch beim Landesliga-Match TSV Leoben gegen Lankowitz-Bieberstein. Lankowitz geht als Landesliga-Aufsteiger nach dem 4:1 Heimsieg gegen Fürstenfeld als Favorit ins Match. Aber die junge, neu formierte TSV Leoben-Truppe hat sich auch einiges vorgenommen. Leobens Bürgermeister Kurt Wallner stellt sich mit dem Matchball ein. Dann geht's los mit dem Match. Bei 33 Grad im Schatten. Für die Akteure nicht einfach heute. Man merkt schon in den Anfangsminuten, das wird eine kampfbetonte Partie. Die SV kommt nach Eckball zum ersten Sitzer. Die Lankowitzer haben Glück, retten auf der Torlinie. Die Lankowitzer leiten einen schnellen Konter ein, aber die DSV-Abwehr ist sehr aufmerksam. Darauffolgern testet Heinemann mit abgefälschten Schuss René Bösendorfer im Lankowitz-Tor. Kevin Maritschnik tankt sich da gut durch, spielt da ab, aber vorbei ist's mit der Chance. Ein Schuss von Maritschnik wäre da besser gewesen. Rassige Zweikämpfe gibt's da genug bei diesem Match heute. Wir blenden in die 31. Spielminute. Lankowitz setzt da mit langem Ball Brauneis ein und Daniel Braunes macht's das 1:0 für die Pflugtruppe. Der Beigeschmack der Treffer roch ein bisschen nach Abseits. Kurz vor der Pause gibt's noch TSV-Eckball. Bettkow hebt herein. Bösendorfer holt sich das Leder sicher aus der Luft. Mit der 1:0 Lankowitz-Führung geht's in die Pause. In der Skygo ersten Liga gibt's einen neuen Tabellenführer. Wer ist denn das? Kapfenberg. Kapfenberg, genau. Die Tabellenführung übernommen. Mit was für ein Spiel? In der Neustadt, 2:0 gewonnen. Kennst du die Torschützen auf Kapfenberg? Wie heißt der? Tairi Mani und der Ibanka. Sehr gut. Und jetzt
Die letzte Frage ist auch leicht. Am kommenden Freitag gibt es ein Heimspiel. KSV 1919 gegen St. Pölten. Super, du hast alles beantwortet und dieses Spiel schauen wir uns gemeinsam an. Super, gratuliere. Danke. Der TSV startet mit Angriff in Hälfte 2, aber das war noch zu harmlos. Bei Bösendorfer ist Endstation. Der TSV versucht Druck zu machen, Bieberstein kommt dazu einigen Kontermöglichkeiten in Hälfte 2, Nöst schließt da ab, schießt daneben. Dann kommt Fuchshofer zu einem Hochkaräter, scheitert an Manuel Reinwald im TSV-Tor. Szenenwechsel, nun ist Leoben dran, nach Angriff und Briesa-Schuss kann Bösendorfer abwehren, aber beim Bettkopf-Schuss ist Rene Bösendorfer chancenlos, der Ball zappelt im Netz, 1:1 steht's. Alles wieder offen in diesem Spiel. Die Leobner sind auf den Geschmack gekommen. Briesa versucht's mit einem Heber aus der eigenen Hälfte. Bösendorfer lässt sich nicht überraschen. Peter Kocisnik-Lankowitz ist mit dem Spielstand nicht einverstanden, versucht's da auf eigene Faust. Der darauffolgende Gästeschuss bringt nichts ein. Lankowitz bläst zur Schlussoffensive. Braunes knallt da drüber. Wir sind schon in der Schlussphase. Eine haarige Situation gibt's noch im Leoben-Strafraum. Die Gäste wollten da einen Elfer, aber das war nix. Schiri Martin Höfler sagt, weiter geht's und das war's auch schon. Der TSV Leoben und Bieberstein Lankowitz trennen sich mit einem gerechten 1:1 Unentschieden. Bieberstein Lankowitz in der Tabelle mit 4 Punkten nun auf Platz 4 und der TSV Leoben hat angeschrieben, liegt auf Platz 12. Der TSV Leoben hat Lankowitz einen Punkt abgerungen, 1:1 der Endstand. Was ist die Saison entschieden wert? Ja, sehr viel für uns, weil wir eigentlich in die Saison gestartet sind, ohne dass wir gewusst haben, wo wir jetzt da stehen. 10 Abgänge, 10 neuen Zugänge. Und es ist halt schwer, dass du eine Mannschaft dann formst, vor allem so eine junge Mannschaft. Und ich bin sehr zuversichtlich. Jetzt mit dem Punkt können wir in der Ferne mehr machen, sagen wir so. Aber der Punkt war halt sehr wichtig jetzt für die Moral, für die junge Mannschaft, weil zwei Niederlagen hintereinander ist schwer zum Einstecken, wenn wir dann nächste Runde gleich auswärts wieder spielen.